Hallo und willkommen zurück zu einer Folge von Dying Light 2 Stay Human. Die nächste Quest ist... Mache ich jetzt gleich. Eigentlich wollte ich jetzt hier diese ganzen Nachtmissionen machen und so. Nachtmissionen, sei schon diese... GRE-Gebäude und sowas, aber ich habe gerade... ehrlich gesagt, weniger Lust drauf. Mist, das war zu spät. Jetzt habe ich auch noch die falsche Taste gedrückt. Ärgerlich. Da hinten. Wow. Feuerpfeile. Oh, der hat aber einiges so, ne? Aber ich weiß nicht, was ich hiervon alles brauche. Ach so, Upgrade muss ich ja drücken. Momentchen. Ja, ne? Eine durchdachte Wahl. Dachte ich mir auch. Okay. Dauer 6 Sekunden nach 9. Oberhammer, geh mit Gott. Nein, ich kann dich nicht dahin mitnehmen. Wir haben gerade Schule, keine Ausflüge. Hier, vielleicht kann dieser Gelehrt aufgegeben. Hä? Der ist ja drinne. Die das. Ah, da! Was ist hier los? Hallo, ich bin Henkel. Dieser Schüler hier wollte mehr über meine heutige Unterrichtsstunde wissen. Über die Schusswaffen, die in Villador konfisziert wurden und was danach passiert ist. Er will eine Kerze am Ort des März-Massakers anzünden. Das März-Massaker? Das März-Massaker? Ja. 64 Menschen sind an dem Tag gestorben. Ein reines Blutbad. Wenn du mehr wissen willst, dann geh hin und schau es dir selbst an. Und warum? Warum kann er nicht? Während der Schulzeit darf niemand das Gebäude verlassen. Kinder sollten nicht allein auf dem Basar herumspazieren. Ich dachte, du machst dir eher Sorgen, dass sie in eine Dark Zone fallen könnten. Ach, die Kids von heute sind zu schlau, um in ein doofes Loch zu fallen. Wie auch immer. Könntest du für ihn eine Kerze anzünden, junger Mann? Vielleicht lernst du selbst auch was dabei. Klar, wobei ich in Geschichte immer mies war. Geschichte ist langweilig, wenn dir jemand darüber Vorträge hält. Faszinierend wird es, wenn du sie selbst anfassen kannst. Das stimmt. Anfassen? Ja. Nimm die Kerze und geh zum Denkmal des Weltkunstkongresses. Oder was davon übrig ist, ist nicht weit weg. Melde dich bei mir, wenn du da bist. Du wirst sehen, um was es in meiner Stunde heute ging. Okay. Okay. Abgeprallt am Baum. Alter, wie hoch? Oh. Oh. Sprengstoffbehälter erkannt. Ich da. Oh, das habe ich doch gar nicht gesehen. Hey, Henkel, ich bin am Denkmal. Du hattest recht. Nicht viel übrig davon. Gut, schau genau hin. Man sieht nicht alles sofort. Es steckt mehr dahinter. Okay. 2024, das ist in 2 Jahren. Was ist hier passiert? Daraufhin folgten dann die Aufstände. Die Leute waren außer sich. Wie sollten sie sich und ihre Familien beschützen? Es gab massive Unruhen. Also wurde eine Ausgangssperre verhängt. Und es gab Hausdurchsuchungen, um sicherzugehen, dass niemand irgendwelche Waffen zu Hause versteckte. Die Strafen für die, die sich nicht daran hielten, waren ziemlich hart.
Hier kann ich auch noch untersuchen. Okay, ja, sonst ist hier, glaube ich, auch nichts. Na, da ist eine Tafel. Oh, mit einer Menge Namen drauf. Sind das die Opfer des Massakers? Ja, 64 Namen. Außerhalb der Mauern ging es ziemlich übel zu. Und die Armee brauchte mehr Waffen. Also haben sie die Waffen von den Zivilisten konfisziert. Danach wurde der Besitz von Feuerwaffen und Munition für Privatleute verboten. Jo. Ich gucke jetzt mal ganz kurz so einmal durch, ob so mein Name auch mit dabei es gibt. Also jetzt nicht meinen richtigen Komplettnamen, aber zum Beispiel mein Vorname, wie der Vordername? Vornamen? Jetzt hab ich's. Am Baum ist noch was? Am Baum, ja. Andere Seite? Schüsse fehlen. Die Armee fing an, auf Leute zu schießen. Panik brach aus. Danach wurde alles nur noch schlimmer. Die Aufstände eskalierten. Das war der Anfang vom Ende. Zünde die Kerze an. Impfstoffbehälter erkannt. Du meinst also, Pratt hat falsch entschieden, den Menschen die Waffen wegzunehmen? Wer weiß das schon. Aber es ging für niemanden gut aus. Das Ironische daran war, dass die Armee bald keine Munition mehr hatte. Und von jetzt auf gleich waren Feuerwaffen Schnee von gestern. Zumindest denken das die meisten Leute. Aber manche behaupten, dass Pratt ein geheimes Munitionslager irgendwo in der Stadt angelegt hat. Aber wenn das stimmt, hat er das Geheimnis mit ins Grab genommen. Also werden wir es wohl nie erfahren. So ist es eben mit der Geschichte. Wir haben fast nie Gewissheit. Es ist keine Mathematik. Geschichte ist so vergänglich wie die Zeit. Es braucht die Wachsamkeit von Leuten wie mir, damit sie nicht entsprechend den selbstgerechten Launen der jeweils neuen Generation umgeschrieben wird. Die Pflicht der Erinnerung. Jeder sollte sie praktizieren. Und jetzt lebe wohl, Pilger. Ich hoffe, dieser kleine Ausflug in die Geschichte wird dir ein Licht sein auf deinem Pfad. Ja. Oh, schärfentiefes aus. Die Geschichtsstunde haben wir abgeschlossen. Jetzt steht da doch Nebenquest. Ich weiß nicht, warum der Hauptquest stand. Das sind tatsächlich immer noch. Ja. Ich möchte mal kurz auf dieses Schildchen. Oh. Ich hab dich nicht gesehen, aber danke. Okay, krass. Okay, nee. Ich dachte, hier wäre irgendwas. Aber hier ist nichts. Gut, okay, alles klar, ja. Ach, krass, hier sind wir den einen Tag lang geflogen, um das da einzunehmen. Jetzt sind wir doch hier bei dem Stromwerk. Ja, genau. Ach, krass, dann habe ich das hier komplett übersehen. Na gut, okay. Ja, schwierig jetzt zu sagen, ob das jetzt hier etwas ist, wo ich sage, boah, krass. Aber... Also jetzt beim Vorbeilaufen, jetzt, ne? Nicht falsch verstehen oder so. Aber, ja. Okay, dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert mich, gibt da noch oben. Schreibt den Kommentar, wie es dir gefallen hat. Tschüss.